没错。Weiter geht's um Action. Was zum Kuckuck? Alex Wesker. Das kann nicht dieselbe Frau sein. Wo ist Moira? Wo ist sie? Ich habe sie und die anderen begraben unter einem Berg von Furcht und Verzweiflung. Sie haben sie umgebracht. Wir sind immer so zwiegehaft sein. Später werden. Den Boss ausschalten, während es Sinn machen würde. Kannst du laufen? Da lobe ich mir einfach mal die unsere erste. Alex Wesker. Sie war verantwortlich für das Experiment vor 6 Monaten. Sie nannten sie die Aufseherin. Sie hat mir Moira weggenommen. Und nun werde ich nie. Und für was die ganze Scheiße? Entschuldigung. Ist schon gut. Sie hat gesagt, sie wird wiedergeboren. Wiedergeboren? Durch das Virus? Wozu braucht sie da meine Kleine? Das ergibt keinen Sinn. Tut mir leid. An den Rest kann ich mich nicht erinnern. Oh, Süße, tut mir leid. Das ist mein Problem, nicht deins. Mach dir keinen Kopf. Unsere erste Pen-Paper-Runde. Die Herrschaft der Schatten. Barry, geht's dir gut? Ja, ich, einfach mal. Hab mich nur erinnert, wie ich immer mit Moira und Polly spazieren gegangen bin. Einer der Spieler, einfach Spieler, einfach. Dem Boss, dem Typen, der Zwischenboss gedacht war. Einfach einen Pfeil durch den Hals geschossen hat. Weil sie so schlimme Wörter benutzt? Und sie damit nichts mehr machen konnte. Nein, das macht sie nur, um mich zu ärgern. Ich hab den Keil zwischen uns getrieben. Ich hab echt versagt als Vater. Sie und Polly haben im Haus gespielt. Ich hatte vergessen, meine Pistolen wegzuschließen. Und Moira hat. Polly hatte einen Unfall.
ihre Schuld? Nein. Es war meine. Aber ich bin laut geworden und... ich bin wohl nie dazu gekommen, die Verantwortung zu übernehmen. Polly hat überlebt, Gott sei Dank. Aber nicht ich und Moira. Wir haben uns entfremdet. Ich glaube, sie hatte dich noch lieb. Danke, dass du das sagst. Aber ich muss es eingestehen. Ich konnte sie nicht retten. Aber ich werde dich retten. Ich verspreche dir, ich hol dich hier raus. Ich weiß. Danke, Barry. Auch mal ein schöner Abschnitt, um mal nicht ballern zu müssen. Und hier mal eine kleine Runde zu schleppen. Ist okay, ich kann jetzt laufen. Na oh, gut, Partner. Gerade habe ich es gelobt. Wie kommen wir wieder zur Oberfläche zurück? Tja. Wir haben was vorhin getan. Ich laufe mir jetzt rückwärts, so wie Moira und Claire vorhin. Bleibt liegen. Hier müssen wir lang. Glaube ich. Oh, Scheiße. Hier unten sind wir nicht sicher. Geht's dir gut? Ja, und dir? Oder hier war mehr Wasser als das. Ah, Scheiße. Zieht der Kopfschuss. Dem sollte. Sieht nach einer Waffe aus, die noch nicht rankommen. Oder doch? Ah, okay. Das Monster kommt! Schieß! Schnell! Nein! Weiter rechts! Da! Schieß! Na, jetzt sind sie wieder... Warum sind denn diese unsichtbaren Viecher eigentlich bei Claire nicht da? Haben wir die nur bei... bei denen hier. Sind die erst nach den Geschehnissen passiert oder was ist da los? Er ist jetzt tot oder was? Oh, ist er? Der Arme. Ja, lass ihn bleiben. Armer Mann, ganz allein gestorben. Geräusche. Real life. Moment, das ist Moiras. Wieso hat der Moiras Handy? Mom, Polly.
Ich glaube, das war's für mich. Ich wollte euch sagen, dass ich euch liebe. Und Mary... Wir waren aber schon weiter. Tut mir leid, dass ich so eine schlechte Tochter war. Nein. Schlecht bist doch nicht du. Mary? Es geht schon. Gehen wir. Ich nehme die Insel auseinander für das, was sie ihr angetan hat. Er wollte zu Hause bleiben. Bleib bitte tot. Bleib nicht zum Zombie. Tagebuch des alten Mannes. Ich muss meine Sprachkenntnis verbessern. Also schreibe ich in dieses Tagebuch in Fremdsprache. Jeden Tag. Jeden Tag. Ich schreibe aber mit vielen, mir fehlen die Worte. Jetzt, ich habe guten Grund. Heute mein erstes Kind ist in die Welt gekommen. Ihre Mutter hat ihr den Namen Irina gegeben. Das ist Name von meiner Großmutter. Ich war dagegen, aber ich kann nicht gewinnen gegen die dickköpfige Frau. Sie hat Augen und Nase von Vater, aber Mund von Mutter. Wir werden gesundes, starkes Mädchen aus ihr machen. Dieses Jahr wieder Insel wieder gut drauf. Minengeschäft läuft gut. Mein Leben läuft jetzt auch recht gut. Ich will Irina selbes Gefühl geben, wenn sie ist älter. Es ist jetzt meine Verantwortung als Vater. 19.07.1994. Irina ist schon 6. Wie die Zeit fliegt. Sie mag es nachzumachen, ihre Mutter. Ihre Mutter hasst das Wort, wohl weil Nachahmung ist perfekt. Kleine Kroschka ist sehr schlau, mag Mathematik. Ihre Großmutter macht auch Mathematik. Rinas Lächeln gut gegen meine Sorgen. Mine ist jetzt gefährlich und macht kein Geld mehr. Inselzustand mehr schlecht. Ich verliere vielleicht Arbeit, aber keine Zeit zur Sorge. Insel ist Heimat. Ich möchte sie in gutem Zustand an kleine Kroschka übergeben. Es ist jetzt meine Verantwortung als Vater. 19.07.2000. Irina jetzt 12, schon rebellisch. Mehr wie ihre Mutter jeden Tag. Ich verstehe nicht die Frauen. Nun, ich bin peinlich für sie, bis sie braucht Geld oder Gefallen. Apropos Frauen. Eine Frau kam zu unserer Insel. Sie verspricht, Industrie zu revitalisieren. Ich habe jetzt Arbeit, neue Anlage in Mine zu bauen. Ich dachte, Mine erledigt, aber sie hat noch Verwendung dafür. Der spricht die Sprache neu und kennt das Wort revitalisieren. Ist klar. Sie ist geliebt von jedem. Sie nennen sie unsere Retterin, unsere Wohltäterin. Meine Mutter hat immer gesagt, vertraue nicht Menschen mit Geld. Armer Arbeiter verlässlicher als reicher Kapitalist. Guter Ratschlag, aber vielleicht Frau hilft uns. 19.07.2008. Es ist Irinas 20. Geburtstag. Ich sollte feiern, aber ich mache Sorgen. Nächste Woche, sie geht arbeiten in Mine. Ich war dagegen, aber Kroschka hört nicht. Hört nicht seit Jahren. Warum sollte ich jetzt anfangen? Irina so dickköpfig, genau wie ihr Vater. So sagte sie immer, hatte wohl recht. Ist jetzt schon ein Jahr, seit du fortgegangen bist, meine Liebste. Ich traue nicht Leuten in Anlage, etwas falsch an ihnen. Aber andere denken, ich nur dickköpfiger alter Mann. Vielleicht jetzt auch Irina, aber ich weiß, ich habe recht. Ich hoffe auch, Irina merkt es bald. 19.07.2009.
Ich habe Irina nicht gesehen, schon ein Jahr lang. Doch Schlimmes passiert mit unserer Heimat. Menschen werden krank. Mehr kann ich nicht erklären. Es alles liegt an der Frau. Sie hat Geruch von Böses. Das sollte Irinas Heimat sein, aber jetzt zu spät. Ich verlasse diese Stadt, alles, aber Insel ist meine Heimat. Ich werde nicht verlassen, keiner andere Platz für mich. Also gehe ich in Kanalisation, da bleibe ich, wird schlimmer werden, ich weiß es. Irina, pass auf dich auf, ich finde dich, ich verspreche, Groschka, du bist alles, was dein Vater noch hat. Das war schwierig. Diesen Text zu lesen. Das war Hardcore. Hardcore. Erstmal kombinieren. So, weiter geht's. Achso, den Schlitz hat er. Machen wir, dass wir rauskommen. Bleib in der Nähe, okay? Mach ich. Toll. Jetzt tun wir was Tolles. Natürlich müssen wir hier runter. Da sind wir präsentiert immer. Eine Sackgasse. Sieht aus, als kann man die Schleuse von da oben öffnen. Und wie sollten wir da hinkommen? Sie kennt Barry, da ist eine Öffnung. Natalia, kannst du die Schleuse von der Seite aus öffnen? Okay, einen Moment. Ich dachte nicht, dass das so leicht wird. Okay, dann muss ich hier oben weitermachen. Nämlich.
Hier gibt es noch zwei weitere. Da will ich wieder messern. Ein bisschen Money. Zu Tor 2. Barry, schieß auf das Ding vor mir. Danke. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Verschwunden, ja. Das ist meine Munition Verschwendung. Da kreucht noch jemand. Hier habe ich doch Munition. Wir hier nur schon mal frei räumen, damit sie hier oben nicht ziemlich unsicher hier oben. Ich glaube, wir haben gerade keine Zeit für sowas. Da oben. Ah, fantastisch. Ich bin hier weg von der Taille.
letzte Schloss, dann haben wir's. Ach, shit. Na komm. Es wird so blöd, das hier zu lassen. Oh no. Da ist noch ein paar. Ein paar Schuss. Wie soll ich mit Bambi hier weiterkommen? Aus. Wieder hinlegen. Wie voll. Kombinieren, kann man was kombinieren? Sie da was sehen? Der wird gerade von was angegriffen. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Das ist ein unsichtbares Viech. Ich kann es mit Bell nicht sehen. Es kommt näher. Kannst du mir sagen, wo? Erzähl euch ja nicht. Wow, ist das scheiße. Es kommt näher. Das Monster sieht nicht hierher. Na, wo ist denn das? Hier. Fantastisch. Aber wie denn? Kannst halt auch mit ihr nicht sehen. Soll ich aus dem Blinden schießen oder was? Wie soll ich denn ein Monster erschießen, was ich nicht sehe? Ach, verdammt Scheiße! Was stelle ich an den Hunden hier oder was? Damit habe ich keine Munition mehr oder was? Ah, leck mich. Wie unfair war das bitte?
Komm, das Schloss picken mach jetzt nicht nochmal. Ist mal kurz da. Kackreiche. Ganz mal kurz hier oben. Wir brauchen eine Teile relativ weit oben. Oder relativ weit vorne. Ich muss da was sehen, was ich nicht sehen kann. Barry, da drüben ist etwas. Ah, da ist es. Es kommt näher. Da, schieß! Geht vor dir. Ja, wie denn? Oh Gott. Das letzte Tor.